Das Strike-Event, nur die Starken, ist seit vorhin im Gange, und was es damit auf sich hat, welche Saurier ihr da antrefft und was ihr für Saurier nehmen solltet, das erfahrt ihr in diesem Video. Diese Woche könnt ihr wieder 1200 Dollar Ingame-Währung für das Spiel Jurassic World Live gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach. Einfach den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine wichtige Info mehr von mir verpasst. Einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Nächste Woche erfahrt ihr, wer gewonnen hat. Viel Erfolg euch allen. Ja, schon wieder bin ich da, ja. Es gibt auch schon wieder Neuigkeiten, und zwar hat eben ein Strike-Event angefangen. Ich weiß gar nicht genau, wann es angefangen hat. Ob es mit dem Update war, weiß ich gar nicht. Jeden Fall möchte ich kurz darauf eingehen. Ich habe das eben schon gemacht und ich kann euch schon mal sagen, ihr könnt die gleichen Saurier nehmen wie bei den letzten zwei oder drei Events. Ihr trefft wieder auf ähnliche Saurier. Ihr seht es im Hintergrund eingeblendet. Nur die Starken gingen da noch, oder geht da noch 2 Tage und 18 Stunden. Also Montag 14 oder 15 Uhr ist das Event beendet. Also nutzt es. Denn es hat ganz coole Belohnungen. Wenn wir da uns anschauen, wie gesagt, 5 Siege braucht man. Nur die Starken, deine Gegner sind schwere Keulenschwinger, die hohen Schaden verursachen. Nutze schnelle Tiere, die den Schaden deiner Gegner reduzieren oder mit Sprungangriffen hohen Schaden verursachen. Also genau die gleiche Empfehlung wie bei den letzten Strike-Events. Könnt ihr auch sicherlich die gleichen Saurier verwenden. Und ich finde es gut, weil jetzt habt ihr hier weniger Stufen drin. Parallel findet das andere Event trotzdem noch statt. Und ihr bekommt trotzdem epische DNA. Seht ihr gleich auch nochmal. Das heißt hier, das ist ein Event, was jeder schaffen sollte, auch mit einem neuen Account oder mit einem relativ neuen Account. Also man sollte schon ein paar Level 5er, 6er, vielleicht 8er, 9er Saurier haben, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das die Mindestvoraussetzung ist. Dann schafft ihr das auf jeden Fall. Und ich finde das auch gut, dass diese epische DNA da drin vorkommen kann, weil man eben den Saurier braucht. Was könnt ihr da bekommen? Ihr bekommt in den ersten beiden Stufen erstmal Goldmünzen. Dann bekommt ihr einen kleineren Inkubator. Da sind garantiert 25 seltene DNA drin, 277 gewöhnliche DNA, knapp 500 Münzen bei Level 11 und 10 Pfeile. Und ich finde, das ist immer nice. Das hat man so nebenbei. Das Event ist echt schnell gemacht. Und ja, dann bekommt ihr nochmal eine Stufe Münzen und dann bekommt ihr einen Brutkasten. Nur die Starken. Ja, das ist das Event. Natürlich. Garantiert erhält nicht 18 auf meinem Level, ich weiß gar nicht, ob das levelabhängig ist, 18 epische Tyrannosaurus DNA, was ich richtig nice finde. Epischer Saurier, der nicht mehr so häufig auftaucht, wie ich von euch gehört habe. Ich habe vorhin erst einen gefangen, kann jetzt meinen Indominus hochmachen zum Glück. 66 seltene DNA auf jeden Fall, da können aber weitere epische DNA drin sein. 738 gewöhnlich und 1292 Münzen plus 15 Pfeile. Und das hört sich doch echt richtig nice an. Und es hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Ja, das ist so zu dem Event zu sagen. Die Saurier, die ihr verwenden könnt, ihr seht es im Hintergrund, sind sicherlich wieder Raptoren mit ihren Sprungangriffen, genauso wie das die Hilfestellung auch sagt. Ich bin mit dem Velociraptor gut durchgekommen. Und ihr könnt natürlich auch die anderen Saurier nehmen, die die Gegner entweder lahmlegen können, den Schaden um 50% reduzieren können, was dann eben der Monolophosaurus, Kolosuchus, Diplocaulus, Dilophosaurus. Ich glaube, das waren so die Saurier, die das können. Und das solltet ihr eigentlich jeder von genügend haben oder auch nur auf einem ausreichenden Level haben, dass ihr dieses Event schaffen könnt. Und dann bekommt ihr auf jeden Fall epische Tyrannosaurus Rex DNA. Richtig nices Event. Man hat es schneller gemacht als das blaue Event und bekommt trotzdem epische DNA, finde ich nice. Und ich bin mal gespannt, was uns da erwartet, weil es ist von MetaHub etwas rausgekommen, welche potenziellen Events uns erwarten können. Uns ist ja bekannt, dass es auch ein 10er-Event geben kann. Und wenn man sich das anschaut, dass man da auf der letzten Stufe zum Beispiel Level 17er Saurier besiegen muss, 3 Stück, dann wird das auf jeden Fall nicht so einfach werden. Das wird nicht jeder schaffen, finde ich aber okay. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, was uns da noch so erwartet. Was haltet ihr davon? Wollt ihr auch schwerere Events mal haben? Oder sagt ihr, ja, die hier, die mittelmäßig schweren, die sind okay, dann kann sie wenigstens jeder schaffen. Also ich würde mir schon wünschen, dass entweder schwerere Events kommen oder man eben
ja, einen Schwierigkeitsgrad wählen kann, ja, dass man jetzt sagt, hier, ich probiere das auf der leichtesten Stufe, weil ich habe noch nicht so gute Saurier, oder nee, ich probiere es auf der schwersten Stufe, ich habe ein gutes Deck, damit schaffe ich das auch, bekomme dafür auch mehr. So könnte jeder für sich selbst sagen, hier, ich mache das Schwerere oder das Leichtere. Dabei müssen die Stufen nicht mal mehr oder weniger sein, denn die Saurier, die da auf die man trifft, die könnten einfach ein höheres Level haben, plus 5 Level oder so. Anstatt in dem ersten, ich glaube Level 6 war er hier, könnte dann der nächste, könnte man Level 11 auswählen oder Level 16 direkt. Und wenn man das erste Mal ausgewählt hat, dann muss man es weitermachen. Es sei denn, man scheitert, dann hat man ja wieder Versuche, dann könnte man weitermachen auf einem niedrigeren Level, bekommt dann aber auch eine weniger oder eine kleinere Belohnung. Das wäre eigentlich sowas, wo ich sagen würde, das wäre richtig cool. Weil dann bevorzugt man ja nicht unbedingt die starken Spieler. Weil die brauchten ja auch sowieso mehr DNA als die schwächeren Spieler. Und von daher fände ich das gar nicht so eine schlechte Idee. Wie ist denn da eure Meinung zu? Sind die so gut, wie sie sind? Wollt ihr noch schwerere haben? Wollt ihr generell schwerere haben? Wollt ihr leichtere haben? Wollt ihr, keine Ahnung. Das ist einfach so meine Meinung und eine Idee, wie man das ganz gut umsetzen könnte. Da wird aber sicherlich noch was zu folgen. Das ist jetzt die erste Version von diesen Events und da wird was passieren. So viel zu diesem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es wieder ein nerviges Strike-Event ist, jetzt zumindest zum Zuschauen für euch. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da und es kommt garantiert bald noch anderer Content. Aber ich finde, ich sollte euch hier sowas immer zeigen. Nicht jeder ist gerade im Spiel online, sieht dann vielleicht, oh, hier das Event dauert jetzt auch nicht so lange, sieht zumindest, dass dann eins stattfindet. Und ja, ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.